Der Mund stellt ja den Mittelpunkt im Gesicht dar und deswegen sollte man immer darauf achten, dass die Lippen, egal ob man Lippen-Make-up benutzt oder nicht, sehr gut gepflegt sind. Darum empfehle ich immer einen Lippenbalsam, der ein bisschen Honig enthält, auf die Lippen auftragen. Das kann man entweder mit dem Finger oder mit dem Pinselchen machen, damit sich das Produkt schön in die Lippenfältchen legt und die Lippe geschmeidig macht. Wenn man das aufgearbeitet hat, kann man das Produkt einziehen lassen, um dann später mit dem gewünschten Lippen-Make-up fortzufahren. Ich zeige jetzt gleich, wie man einen Lippenstift auch in einer grellen Farbe, wir entscheiden uns für Rot, für tagsüber auch tragbar macht. Die Basis ist jetzt aufgetragen. Ruhig ein bisschen verreiben, dass es einzieht, genau. Und wenn man jetzt ein bisschen zu viel Balsam aufgetragen hat, kann man das mit so einem Zellstofftuch einmal gut abtupfen. Ist die Lippenpflege gut eingezogen, nimmt man einen hautfarbenen Korrekturstift. Auch den wieder ein bisschen auf dem Handrücken abstreichen und mal die Konsistenz ausprobieren. Und damit zeichnet man auf der Lippenkontur eine leichte Linie. Die klopft man dann ganz sanft mit der Fingerkuppe ein. Und dies dient dazu, dass der Lippenstift auch tagsüber nicht so aufdringlich wirkt und dass die Lippenfältchen geschlossen werden. Somit läuft der Lippenstift später im Laufe des Tages nicht in diese Fältchen rein und der Mund behält seine schöne Kontur. Das Gleiche macht man jetzt auch auf der oberen Lippenkante. Wieder auftragen und leicht einklopfen. Hat man diesen Schritt vollendet, kann man nun mit der ausgewählten Lippenstiftfarbe und einem Pinsel den Lippenstift auftragen. Wichtig ist, dass man mit einem Lippenpinsel den Lippenstift abnimmt. Das hat den Vorteil, dass man nicht zu viel Farbe auf die Lippen aufträgt. Und dann beginnt man von der Mitte heraus nach außen die Farbe aufzutragen. Sowohl auf der Unter- als auch auf der Oberlippe. Und mit dem Pinsel malt man dann die Lippe von innen nach außen voll. Und schließen bitte. Lassen Sie sich dabei wirklich viel Zeit, denn die Lippen sollen wirklich schön nachgezeichnet aussehen. Ich empfehle beim Ausmalen der Lippen, immer an diese Kante hier zu denken, denn gerade bei dunklen Lippenstiften, wenn man lacht, sollte der Mund wirklich komplett ausgefüllt sein. Mit dem Pinsel immer wieder an den Lippenstift, um die Farbe runterzuholen und dann von innen nach außen die Farbe auf den Lippen verstreichen. Wenn die Farbe dann aufgetragen ist, nehmen wir ein Zellstofftuch und drücken es einmal fest auf das Lippen-Make-up. Somit macht man den Lippenstift noch haltbarer und als Abschluss empfehle ich noch mit einem Q-Tip leicht über die Lippenkontur zu rollen. Somit schafft man noch einen sanfteren und weicheren Lippenrand. Der Look wirkt dann noch jünger und trotz so einer kräftigen Farbe wirkt es nicht zu sehr übertrieben geschminkt für den Alltag. Fertig.